Du zuerst. Ach so. Die Dame zuerst. Ja, ich heiße Hanna Fischer. Ich bin 31 Jahre alt. Ich komme aus Serbien. Ja. Und ich bin Igor Fischer und ich komme ursprünglich aus Kroatien. Bin, wie alt bin ich jetzt? 44. Und bin vom Beruf Elektroingenieur. Ich glaube, es wird immer schwer, wenn wir alles rausgenommen haben. Dann können wir anfangen zu wischen und zu gucken, was wohin gehört. Wir haben alle Lebensmittel rausgenommen aus dem Schrank. Und jetzt wollen wir gucken, was über besser verwendet werden darf und was nicht. Und das, was nicht verwendet wird, das tun wir einfach in die Kiste und bringen in den Keller und das wartet, bis besser dann ist. Wobei das streng genommen auch nicht richtig ist. Genau. Streng genommen dürften wir das gar nicht in unserem Haus haben. Wir müssen es verschenken, verkaufen, wegwerfen. Genau. Irgendwas davon. Und verbrennen. Und verbrennen, verbrennen. Genau. Ja. Orthodoxerweise. Was Hametz ist, also das, was nicht verwendet wird, das sind Getreidesorten, die sauer werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen und nach 18 Minuten dann sauer werden. Das wäre zum Beispiel Couscous, das ist aus Weizen. Hier ist nochmal Couscous. Kaffee, Kakao, Zucker, Honig, Erdnussbutter, das alles bleibt hier. Das auch. Kaffee bleibt hier, Walnüsse bleiben hier. Das ist Miriams Milch, Kakao, Cornflakes, Haferflocken. Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal in das, was da steht. Eine Erklärung zu besser. Hier. Was ist aber Hametz? Übersetzt bedeutet es Gesäuertes. Das Mehl aus den 5 Getreidearten, Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer oder Roggen, das mit Wasser in Berührung kommt, verwandelt sich innerhalb von 18 Minuten zu einem Sauerteig. Das heißt also, unsere Haferflocken müssten streng genommen auch nach unten. Gut. Miriam isst Cornflakes ohne Haferflocken. Jede Speise, die einen auch noch so kleinen Teil Hametz enthält, heißt Hametz. Als Hametz gelten also in erster Linie Brot und andere Teigwaren. Obwohl Hülsenfrüchte, zum Beispiel Hirse, Bohnen, aber auch Korn, Reis und Soja nicht von diesen 5 Sorten sind, werden sie nach der aschkenasischen Tradition an Pesach nicht gegessen. Okay, damit wir dann aber nicht verhungern über die Pesachtage, haben wir Matzen eingekauft. Die sehen so aus. So aus. Koscher vor Passover. Das wäre dann für Pesach in Ordnung. Die hier sind Hametz. Hier steht Hametz, also gesäuert. Nicht für Pesach. Allerdings hat es in Köln keine anderen gegeben. Die habe ich jetzt gekauft und die für Pesach werden wir noch bestellen. Die Matzen essen wir dann zum Frühstück oder zum Abendessen, so wie Brot eigentlich. Man kann damit auch verschiedene andere Speisen nehmen. Aus Matzenmehl werden zum Beispiel Pfannkuchen gemacht und Matzeknödel. Matza ist ein ungesäuertes Brot. Das geht auf die Geschichte vom Auszug aus Ägypten zurück. Unsere Vorfahren hatten damals keine Zeit, auf die Schnelle das Brot zu backen zum Auszug, sondern mussten ganz schnell backen und das Brot noch so halb gebacken mitnehmen. Und deshalb war es noch nicht aufgegangen. Und ja, zur Erinnerung an diese Zeiten und an diesen Auszug essen wir ungesäuertes Brot. Das ist Matzah. Paniermehl und das gleiche auch nochmal. Sollen wir noch eine Kiste holen? Ja, wir können die von der Wäsche holen. Oder der Klappmops. Also im Prinzip die verschiedenen solchen fertigen Sachen, da ist das ist zur Not als Hametz. Euro.
Gut, okay. Es geht dann in den Keller. Jetzt darf ich es nochmal so. So. Der Toaster, da sind Unmengen von Krümeln. Alles also gesäuert. Geht also nicht besser. Und außerdem können wir den Toaster zu besser gar nicht gebrauchen. Was wollen wir denn überhaupt toasten am besser? Marzei ist sowieso schon trocken, brauchen wir also nicht mehr zu toasten. Und normales Brot dürfen wir nicht essen, also brauchen wir den Toaster nicht. Der kommt also auch in den Keller. Wir essen nichts Gesäuertes und wir verstecken das im Keller, dass es nicht gegessen wird. Aber die haben es trotzdem im Haus, was eigentlich nach strengen Regeln auch nicht richtig wäre. Das ist vielleicht eine schöne Lösung. Die Juden sind ein praktisches Volk. Gut.